Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bringen wir es auf den Punkt. Frau von der Leyen, Sie unternehmen hier eine Trendwende zur Hochrüstung. Und dabei ist es keineswegs so, dass in den vergangenen Jahren der sogenannte Verteidigungshaushalt stagniert oder gar geschrumpft wäre. Tatsächlich von 1999 bis 2016 ist davon umgerechnet 24 auf über 34 Milliarden Euro angewachsen. Und Sie sagen es selbst, die 2,3 Milliarden, die Sie jetzt obendrauf packen, sind nur der Anfang. Sie zielen auf einen Verteidigungsetat von 60 Milliarden. Frau von der Leyen, Sie sind die Hochrüstungsministerin. Sie sind stolz darauf. Ich würde mich dafür schämen. 7% soll der Militärhaushalt jetzt wachsen, und das ist gemessen an allen anderen Ressorts ein überproportionales Wachstum. Und innerhalb des Verteidigungsetats wächst der Anteil für rüstungsinvestive Aufgaben, also der Teil, bei dem es um die Beschaffung von neuem Großgerät geht. Und hier werden die Prioritäten deutlich, nicht nur der Verteidigungsministerin, sondern der gesamten Großen Koalition. Denn es mutet schon seltsam an, wenn der Außenminister Steinmeier einerseits Rüstungskontrolle in Europa anmahnt, aber andererseits zu Hause einen neuen Rekordrüstungshaushalt mitträgt. Nach dem Willen dieser Großen Koalition soll der Anteil für militärische Forschung, Entwicklung und Erprobung um satte 50% ansteigen. Und was heute erforscht und entwickelt wird, soll morgen beschafft werden, zum Beispiel eine europäische Kampfdrohne, die Sie ja noch in der SPD im Wahlprogramm ausgeschlossen haben. Und viele Fernsehberichte und Dokumentationen haben gezeigt, mit dieser Technologie haben die US-Streitkräfte in Afghanistan, Pakistan, Jemen und Somalia Tausende von Menschen hingerichtet, darunter unzählige Zivilisten. Kampfdrohnen führen zu einer Automatisierung des Krieges und einer Entgrenzung. Dafür darf kein einziger Euro bereitgestellt werden. Für Rüstungsprojekte werden Milliardensummen verschleudert. Ein Beispiel ist der Militärtransporter A400M. In den Medien hören wir vor allen Dingen von den Pannen. Auf dem Jungfernflug stürzte eine Maschine ab, und bislang ist nur ein Bruchteil der bestellten Maschinen ausgeliefert. Aber der eigentliche Skandal ist der Sinn dieser Maschine. Sie soll die Bundeswehr nämlich befähigen, mit Kampfhubschraubern und Panzern auf anderen Kontinenten militärisch einzugreifen. Das heißt, der A400M ist ein Flugzeug, das die Großmachtambitionen der Bundesregierung widerspiegelt. Die Gesamtkosten nähern sich den 10 Milliarden Euro, und ein Ende ist nicht abzusehen. Und dreimal dürfen Sie raten, wer das bezahlen soll: die Steuerzahler. Und wer profitiert? Bei der Eurodrohne genauso wie beim A400M: Airbus, der größte Rüstungskonzern mit deutscher Beteiligung. Das heißt, die Masse der Bevölkerung zahlt für die Extraprofite von wenigen. Und das ist die Realität, und dem stellen wir uns als Linke entschieden entgegen. Bemerkenswert auch: im Haushalt 2017 werden die Mittel für Auslandseinsätze der Bundeswehr auf mehr als das Doppelte steigen. Ein Teil der Mittel fließt in den Aufbau einer permanenten Basis der Luftwaffe nahe der syrischen Grenze im türkischen Incirlik. Und Incirlik ist ein Symbol der Verlogenheit der Bundesregierung. Anfang behaupten Sie, es ginge um die Unterstützung der Verbündeten im Kampf gegen den Terror. Dafür haben Sie die Bomber der US-Streitkräfte und anderer betankt und Aufklärungsbilder bereitgestellt. Wir haben das immer für falsch gehalten, weil Bomben bringen keinen Frieden und Terror kann so nicht bekämpft werden. Aber das war Ihre Begründung. Nun reichen Ihnen die Anlagen der Verbündeten offensichtlich nicht mehr aus. Sie lassen für 26 Millionen Euro ein Flugfeld für deutsche Tornados bauen, beschaffen einen mobilen Gefechtsstand für 30 Millionen und planen dafür ein eigenes Fundament von 2 Millionen. Wer ein Fundament gießt, dem geht es darum zu bleiben. Und die Wahrheit ist, Ihnen geht es um nichts anderes, als die militärische Dauerpräsenz der deutschen Luftwaffe im Mittleren Osten zu sichern. Und das macht nur Sinn, wenn man in Zukunft zumindest mitbomben können will. Die Große Koalition rüstet auf, um die Bundeswehr an immer mehr Kriegen zu beteiligen, wie in Syrien und Irak. Und wenn dann die Opfer dieser Kriege nach Europa und Deutschland kommen, werden sie von denselben Parteien zum Sündenbock für ihre soziale Politik gestempelt. Und das ist unsäglich. Und die Debatte um den Einsatz im Innern, wir haben das kurz eben gehört, Frau von der Leyen
hat nicht genug davon, die deutsche Außenpolitik zu militarisieren. Nun soll auch noch die Innenpolitik militarisiert werden. Die Union kann es offensichtlich kaum abwarten, endlich Soldaten mit Waffen in der Hand wie in Frankreich durch die Straßen patrouillieren zu sehen. Ich sage Ihnen, die Bundeswehr im Innern hilft nicht gegen Terror, sondern erhöht nur das Gefühl von Unsicherheit und Bedrohung. Und die Linke wird sich dem konsequent entgegenstellen. Zu Ihrer Politik gehört auch der Aufbau einer besonderen Cybertruppe innerhalb der Bundeswehr. Das heißt nichts anderes. Die Bundeswehr soll künftig in die Lage versetzt werden, im Internet im großen Stil spionieren und auch angreifen zu können. Und mit Verlaub, das ist genau das, was Sie der russischen Seite vorwerfen, nämlich hybride Kriegsführung. Die Linke, natürlich machen Sie das auch, aber Sie wollen das auch machen. Und das ist das Problem, weil wir sitzen hier im deutschen Parlament, und das Problem ist, dass genau Sie da die Fähigkeit zur hybriden Kriegsführung ausbauen wollen. Und das lehnen wir als Linke entschlossen ab. Wir sagen, hören Sie endlich auf, die Rüstungsspirale anzuheizen. Wir werden in die Haushaltsberatung dieses Jahr konkrete Anträge zur Streichung von Rüstungsinvestitionen, Auslandseinsätzen und Maßnahmen zur Rekrutierung für die Bundeswehr einbringen. So könnten unmittelbar 6 Milliarden € umgeschichtet werden für Soziales und Entwicklung. Und das wäre doch ein sinnvoller erster Schritt. Vielen Dank. Vielen Dank, Christine Buchholz. Nächster Redner, Rainer Arnold für die SPD.